Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es ein neues Pferdekaufvideo. Jawohl, heute kaufe ich mir ein drittes Urpferd, weil ich habe ja schon das braun-weiße, das in Valeday steht. Dann hier habe ich meinen kleinen Starschein und heute kaufe ich mir ein drittes dieser wunderschönen Urpferde. Und ich habe ja gesagt, wenn mein Starschein Level 15 erreicht hat, das seht ihr hier oben. Ja, er ist ausgelevelt. Hat jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Tage gedauert. Ja, das geht mit dem Ausleveln tatsächlich richtig schnell, wenn man jeden Tag alle Rennen macht. Und ja, ich mache kein großes Geheimnis draus. Ich denke mal, ihr alle wisst, welches Urpferd es wird, weil ich habe ja schon, als ich meinen Starschein gekauft habe, davon geschwärmt oder gesagt, dass dieses Pferd einziehen wird. Und zwar ist es dieses hier. Dieses wunderschöne rotbraune. Mit dem weißen Bauch, der cremefarbenen Mähne und dem cremefarbenen Schweif und diesen wunderschönen, wunderschönen grünen Augen. Es ist einfach bildschön. Ja, viele sagen ja, dass das Pferd aussieht wie Epona, sprich das Pferd von Link aus Zelda. Dann Kathi hat gesagt, dass sie irgendwie an das Pferd an Philipp erinnert aus Die Schöne und das Biest. Und andere sagen wiederum, das Pferd hat Ähnlichkeit mit Meteor. Das Pferd von Linda. Ihr alle werdet ihn kennen. Ja, für mich sieht es tatsächlich auch aus wie Epona aus Zelda. Aber ja, okay. Ja, das ist das Urpferd, beziehungsweise die Urpferde. Rasse Jorvikisches Urpferd. Ab Level 9 können wir sie uns kaufen. Kostet 975 Starcoins. Ist kältebeständig. Stärke plus 4, Disziplin plus 2. Geschwindigkeit, Ausdauer 0, Agilität plus 1. Diesen langen Text werde ich euch nicht nochmal vorlesen. Ich denke mal, die meisten von euch werden den Text sowieso schon kennen. Und der ist sowieso sehr, sehr, sehr ellenlang. Deswegen lasse ich das mal weg. Und ja, ich werde sie oder ihn mir jetzt kaufen. Ich denke mal, bei mir wird es tatsächlich mal wieder ein Stütchen werden. Und ach ja, da war hier was. Ein Name. Okay, da ich mir für dieses Pferd noch überhaupt keine Namen ausgesucht habe, also wirklich, ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich sie nennen soll, ja, deshalb mache ich an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und wir sehen uns dann einfach im Heimatstall wieder. So, da sind wir auch schon im Stall. Ich habe die kleine Maus jetzt gekauft und ich habe sie tatsächlich Meteor Spell genannt. Meteor natürlich, weil mich diese Farbe an Meteor erinnert. Ich wollte sie gerne Epona nennen, aber das geht leider nicht. Deswegen Meteor. Ja, und Meteor heißt eben nicht nur Meteor, sondern tatsächlich auch Sternenschnuppe. Und Spell heißt ja Zauber oder Bann. Und deswegen ja Sternenschnuppenzauber. Um es mal so wortwörtlich zu übersetzen. Ja, Meteor Spell. Eine ganz süße. Ich glaube, ja, Meteor klingt natürlich etwas hengstiger, weil der Meteor von Linda ist natürlich ein Hengst. Aber ja, ich fand, es passt irgendwie trotzdem. Also wenn man es in Deutsch übersetzt, so Sternenschnuppenzauber, ja gut. Ja, kann man sehen, wie man möchte. Okay, ja, das ist die kleine Maus. Ich setze mich mal drauf und ja, was soll ich denn noch sagen? Sie ist Zucker. Zuckersüß. Das ist einfach nur ein wunderschönes Tier. So, ich mache mich mal ganz kurz zum Wildpferd. Und da können wir uns sie nochmal farblich und so ein bisschen genauer betrachten. Also wie gesagt, die Augen, die sind ja wirklich ein Träumchen. Die sind fantastisch. Die haben ein richtig, richtig schönes, intensives Smaragdgrün. Das gefällt mir richtig gut. Mähne und Schweif sind, wie gesagt, in einen wunderschönen, cremefarbenen Ton gehalten. Sie hat eine wunderschöne, große Blässe. Am Schnäuzchen ist sie so ein bisschen dunkel. Hat auch noch so ein bisschen, ja, Dunkles um die Augen herum. Auch cremefarbene Pinselöhrchen, das finde ich auch sehr süß. Und um die Ohren herum ist ja auch noch mal ein bisschen schwarz oder dunkelbraun. Der Bauch, der ist auch cremefarben. Also das fängt hier so am Ende des Halses an, geht dann hier bis runter zum Bauch und bis zu den Hinterbeinen. Und ich muss mal ein bisschen rauszoomen, sonst sieht man das nicht so gut. Ja, und man sieht auch diese wunderschönen, dieser wunderschöne helle Fesselbehang. Also die Beine werden nach unten so ein bisschen dunkler und der Fesselbehang, der ist dann auch cremefarben gehalten. Hat 4 helle Hufe und ansonsten weiter keine so wirklichen Abzeichen, aber trotzdem ein wunderschönes Pferd in einem wunderschönen rotbräunlichen, ja, Farben. Sieht wirklich so wie eine Kastanie aus, oder? So rot-orange-bräunlich. Sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. So, und ich habe mir für sie natürlich auch etwas überlegt. Ein Outfit. Da muss ich aber sagen, habe ich eine Outfit-Idee auf Instagram gefunden. Die muss ich dem oder derjenigen dann auf jeden Fall klauen, weil ich blende euch jetzt mal ein Bild von Link und von Epona ein. So sehen die ja aus.
Und dann habe ich ein Cosplay von diesen beiden auf Instagram gesehen. Und diejenige, die sieht dann so aus. Die hat eben in Star Stable ja, Link und Epona gecosplayt, eben auch mit diesem Pferd. Und ich finde das so, so, so wunderschön. Deswegen, ja, ich mache der Spielerin das jetzt einfach mal nach, weil ich die Idee so toll finde. Und es passt halt auch einfach. Und ja, ich versuche jetzt einfach mal genau dasselbe Outfit zu kreieren. Da nehme ich euch nicht mit, weil ich glaube, das könnte eine ganze Weile dauern. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich ein komplettes Outfit erstellt habe. Und dann zeige ich euch natürlich noch die Gangarten mit dem Outfit und diesem Pferd. Und dann gehen wir natürlich auch noch zum Pferdefriseur. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, es hat jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, bis ich alles zusammengetragen habe. Aber ja, wie sieht's aus? Wie gefällt's euch? Ich find's mega cool. So, was trage ich denn eigentlich? Also, ich zeig's mal kurz, was ich so, ja, was ich eben so gekauft habe. Also, ja, damit ich eben so ein bisschen wenigstens wie ein männlicher Charakter aussehe, habe ich auf jeden Fall kein Make-up drauf. Ich habe auch keine Ohrringe. Ich habe diese, ja, diese Elfenohrringe. Ohrringe, sag ich, oh Gott. Diese Elfenohren. Die hat ja Link auch. Und ja, ich habe mich versucht, so ein bisschen anzupassen. Und genau. Ja, die grüne Mütze, ein grünes Oberteil, cremefarbene Hose. Link trägt ja manchmal helle Hose, braune Stiefel. Dann so rot-bräunliches Zaumzeug, bräunlicher Sattel, grüne Satteldecke, natürlich passend hier zu meinem Oberteil. Eine Satteltasche mit einem Seilhaustier. Und ja, Gamaschen kann dieses Pferd ja nicht tragen. Und der Schweif. Und ja, genau, so sieht es aus. Und was trage ich denn eigentlich? Also, die Mütze ist die grüne Druidenmütze, Reiten plus 4. Das Oberteil ist das grüne Druidentunika oder die grüne Druidentunika. Die musste ich mir jetzt noch nachkaufen. Für 149 Starcoins, das ist so wahnsinnig teuer. Aber ja, es sieht schön aus und ist jumpy-tauglich. So, die Hose, das ist die champagnerfarbene feine Hose, Reiten plus 5. Ich trage die Seil-Ranch-Handschuhe, Reiten plus 4. Und die braunen Geländestiefel, Reiten plus 4. Also, mein Outfit ist tatsächlich farblich passend und sogar jumpy-tauglich. Finde ich richtig cool. Dann der Sattel. Das ist der Cappuccino-braune Sattel. Geschwindigkeit plus 3. Das Zaumzeug ist das Pecanusfarbene Klassik-Zaumzeug. Ebenfalls Geschwindigkeit plus 3. Und die Decke. Das ist die vielseitige Satteldecke. Ebenfalls Geschwindigkeit plus 3. Hat die besten Hufeisen an. Und ja, das komplette Outfit ist, wie gesagt, wirklich sehr gut umgesetzt. Wie gesagt, meine Inspiration galt ja diesem Mädel hier. Wenn ich habe jetzt nur das Bild auf meinem Handy. Ich weiß gerade den Kanal nicht, also den Instagram-Account, meine ich, von diesem Mädel. Wenn ich den herausgefunden habe, blende ich ihn natürlich unter dem Bild nochmal mit ein. Und ja, ich habe dazu auch noch eine Winterreiter-Satteltasche dazu genommen, weil die hat halt so ein schönes Dunkelbraun dran und ich finde, das passt auch gut zum Sattel. Ich glaube, die gibt es nur zur Weihnachtszeit. Ich bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Und das Haustier ist ja Rhiannons Sattel. Rhiannons Lasso meine ich nicht Sattel. Das gibt es übrigens in einer Quest. Also das gibt es nicht zu kaufen. Ich habe hier aber noch ein Plüschtier, Plüschtier Meteor. Das ist auch aus einer Quest. Das könnte ich eigentlich auch nehmen, weil das ist farblich halt genau dieselbe Farbe. Ja, wie mein Pferd, oder? Sieht wirklich genauso aus. Finde ich auch mega süß. Und ja, ich lasse jetzt einfach Meteor in der Satteltasche. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ganz schnell die Animationen durch, weil eigentlich kennt ihr das ja alles schon. Aber ja. Ja, die Animationen im Stehen kennt ihr ja auch. Hier das Schütteln, das Schnaufen, das Trampeln, das Hin- und Hergucken, das Gähnen. Genau das Gähnen. Sehr schön. Und das Schlappern. Hier nochmal das Schnaufen, das Dösen und so weiter. Ja. Sehr schön. Okay, ja gut. Genau, das Kraulen, das haben wir ja auch noch mal. Genau. So, wir gehen jetzt aber einfach mal im Schritt. So sieht das aus. Der Trab. Es trabt nicht, es tänzelt. Ich finde das so süß. Der leichte Galopp. Die Mähne gefällt mir dabei richtig, richtig gut. So, mal ein bisschen schneller. Halt, so. Mal bitte die Kamera drehen. So geht es besser. Genau, da wedelt auch der Schopf so schön zur Seite. Guckt mal. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen schneller.
Ist das schon die schnellste Gangart? Nein, jetzt sind wir in der schnellsten Gangart. Aber da hat sich jetzt nicht viel geändert. So, wir halten an. Ja, der tänzelt erst beim Anhalten natürlich immer so schön. Ich mag das sehr. Wir gehen rückwärts. Das Kopfschütteln ist ein bisschen zu viel. Aber es ist trotzdem sehr niedlich. So, dann steigen wir gleich mal. Sehr schön. Nochmal hier von vorne. Und von hinten, da sieht man die Mähne immer so schön. Genau, so. Wir springen nochmal. Genau, ich habe jetzt gerade überlegt, was noch fehlt, aber ja, das fehlt. Das Springen. Sieht ein bisschen unbeholfen aus, ne? Es plumpst so sehr, so. Plupp. Es lässt sich beim Aufkommen so ein bisschen fallen. So, mal ein bisschen schneller und dann mal springen. Ja, im schnelleren Galopp geht's. Da sieht das nicht ganz so schlimm aus. So, dann haben wir natürlich noch zwei Special-Animationen. Einmal natürlich das Hinlegen. Ach, das sieht so schön gemacht aus. Es ist so unheimlich süß. Wie sie dann noch nach oben schaut, wenn sie aufsteht. Wie sie sich umguckt, bevor sie nochmal hochkommt. Ganz toll. Schön. Und wie sie schmatzt. Es ist schon... Es ist so süß. Und es ist so ein wunderschönes Pferd. Diese grünen Augen. Es ist gigantisch. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch die Special Gangart. Das ist dieses Hüpfen. Es ist so goldig. Das könnt ihr übrigens machen, wenn ihr im Schritt lauft. Also ich präsentiere das nochmal. Also ihr lauft im Schritt. Drückt die Shift-Taste. Haltet die Shift-Taste gedrückt und... drückt nochmal W, beziehungsweise die Pfeiltaste nach oben. Und dann hüpft euer Urpferd. Genau, und das Hinlegen, das geht natürlich, indem ihr auf die Leertaste drückt, wenn es einfach nur da steht, ne? Aber ich glaube, ihr wisst das alles schon, deswegen brauche ich euch das nicht nochmal extra lange zu erklären. So, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Das Springen, das Steigen, das Stoppen, die Gangarten, rückwärts gehen, die Special-Animation. Ich glaube, ich habe nichts vergessen und deswegen würde ich sagen, ich renne jetzt mal ganz schnell zum Friseur und dann gucken wir uns nochmal die restlichen Mähnenstile an. So, da sind wir auch schon. Dieses Mal mache ich das mal mit Ausrüstung. Sonst habe ich das ja immer im Wildpferdemodus gemacht. Aber ich denke mal, diesmal behalte ich die Ausrüstung drauf. Und ja, ich bleibe auch auf dem Pferd sitzen. So, okay. Ja, die Originalmähne, die kennen wir natürlich schon. Alles schön buschig und fluffig und weich und schön animiert und schön gestaltet. Und ja, einfach traumhaft. So, okay. Die kurze Mähne. Ja. Meine Stute wird auf einmal zu einem Hengst, weil der halt so dick aussieht. Gott, die Mähne ist so dick. Wie wurde mir gesagt, es sieht aus wie Knete. Sieht wirklich ein bisschen aus wie Knete. Aber auf dieser Farbe finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm. Auf dem Blau-Weißen, auf meinem Starschein fand ich das echt miserabel. Muss ich wirklich so sagen. Auf der Farbe geht es. Ja, es geht, aber es kommt überhaupt nicht an die Originalmähne und an den originalen Schweif ran, ne? Aber es ist okay. Ja. Oh, die Knötchen. Ja, das sieht tatsächlich gar nicht mal so falsch aus. Ja, ich meine, das ist zwar mehr so ein robustes Pferd, so, in Richtung Kaltblut geht das schon so ein bisschen. Und da passen jetzt die Knötchen nicht ganz so sehr. Ach, der rundgelutschte Schweif gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Vor allem die Spitzen, die sind so, ja... Naja, okay, redet man nicht drüber. Aber die Knötchen sind tatsächlich auf dieser Farbe total in Ordnung. Ja, die etwas längere Mähne, die sogar auch animiert ist, finde ich sehr gut. Aber ja, naja. Ja, ist eigentlich ganz süß, wenn auf der einen Seite die Mähne fehlt. Aber der Schopf gefällt mir nicht so gut. Da ist halt immer noch so grobkantig abgeschnitten, ne? Ist, es passt einfach nicht zu diesem Tier. Es passt nicht zu dem Pferdemodell, es passt nicht zu den Urpferden. Zu den etwas älteren Pferdemodellen ja vielleicht, aber jetzt so zu den Urpferden, zu den neuen... So, die ganz lange alte Mähne, sag ich mal. Ja, genau dieselbe Meinung wie bei der Mähne vorher. Ist okay, aber ist immer noch so undetailliert. Grobkantig zugeschnitten. Nee. Ja, Schweif ist okay, aber ja, wenn ihr euch mal den originalen Schweif anguckt und dann diesen hier. Ja, ich glaube, dazu muss ich nichts sagen. So, jetzt kommen wir mal hier zu dieser Stehmähne. Die Herzstehmähne, wie man so schön sagt, mit dem Einhornschweif oder Stierschweif.
Sieht auch sehr süß aus. Passt auch zu ihm. Dadurch, dass es ja. Ah, nee, das ist ja kein Hengst. Das ist ja ein Stütchen diesmal. Meine kleine Meteor, genau. Meteor-Hengst-Version haben wir ja schon. Das ist Meteor-Stuten-Version. Ja, wie auch immer. Egal. Sieht auch süß aus. Das passt auch zu dieser Farbe, zu diesem Urpferd. Ja, echt schnucklig, wirklich. Jetzt der Schwanz. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich sehr gut aus. Das gefällt mir. So, und jetzt die Löwenfrisur, die Löwenmähne, das Puschelwuschel. Süß. Das sieht richtig knuffig aus. Ach, schön. Vor allem der Farbverlauf, ne? So in der Mähne, der Übergang. Oh, gefällt mir. Das ist so süß. Oh, da sieht sie so richtig fett aus. So richtig flauschig, plüschig. Schön. Und da kriegt sie ein kleines Bärtchen, ja. Sehr nice. Ja gut, der Schweif verändert sich natürlich nicht, aber hier seht ihr die Frisur nochmal von hinten. Ja, ich glaube aber, bei diesem Urpferd lasse ich tatsächlich mal die Originalmähne, weil ich finde, zu diesem Pferd passt es irgendwie am besten, vor allem, weil dieses Pferd ja wirklich sehr oft mit eben, ja, Epona aus Zelda verglichen wird und sie sieht halt auch wirklich so aus und Epona hat ja eben auch diese lange, nicht eingeflochtene oder nicht stehende Mähne und ich finde, da passt das halt einfach am besten. Ich meine, diese Mähne zum Beispiel habe ich bei meinem braun-weißen Urpferd schon und diese Mähne habe ich bei meinem Starshine, bei meinem blau-weißen Urpferd. Und da ich jetzt nicht nochmal irgendeine Mähne von den beiden nehmen möchte und diese anderen Originalmähnen, ja, Frisuren, die man auch den anderen Pferden aufsetzen kann, die möchte ich jetzt natürlich nicht nehmen. Deswegen lasse ich es oder belasse ich es dieses Mal beim Original. Und ich gebe mal kein Geld beim Pferdefrisur aus. So, okay, dann war es das auch schon mit dem Pferdekaufvideo. Steht dieser Baum schon immer hier? Fällt hier schon immer so ein Schatten? Hä, bin ich bescheuert? Ja, wahrscheinlich. Okay, ja. Das war's auf jeden Fall mit dem Pferdekauf von meinem dritten Urpferd von Meteor Spell. Und ja, was sagt ihr zu diesem Pferd? Was sagt ihr zu diesem Outfit? Was sagt ihr zu diesem Namen? Was sagt ihr generell zu diesem Pferd und der Mähne und so weiter und so fort? Ja, wie immer, eure Meinung, tippt es ein in die Kommentare, schreibt ein. Gebt einfach euren Senf in die Kommentare dazu. So wollte ich sagen. So, okay, ihr Lieben. Hier endet aber auf dieser Stelle. Okay, ich kann nicht mehr reden, deswegen wird es auf jeden Fall Zeit, an dieser Stelle dieses Video zu beenden. Und ja, ich hoffe, dieses Pferdekauf-Video hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Habt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.